Achtung, Tierchen, die großen Schaden anrichten, sind wieder in Scharen unterwegs. Für viele ist der Frühlingsbeginn das Highlight des Jahres. Doch nicht für einen 46-jährigen Linzer. Die warmen Temperaturen locken sonderbare Tiere auf sein Carport. Es sind aber keine Schlangen, Spinnen oder ähnliche Tiere. Nein. Es sind ganz einfach Raupen. Was du hier siehst, ist der Weidenbohrer. Mit ihren knapp 10 cm und knallrotem, pelzigem Aussehen sind sie nicht die schönsten. Dazu stoßen sie außerdem noch einen unangenehmen säuerlichen Essiggeruch aus. Die Raupe hat Bäume zum Fressen gern und arbeitet sich durch die ganze Pflanze. Erinnert mich irgendwie an Raupe Nimmersatt. Wie der Name schon verrät, liebt das Tier vor allem Weiden. Aber auch andere Bäume stehen am Speiseplan. Die Bäume werden durch den Weidebohrer stark beschädigt. Aufgrund des Klimawandels und der hohen Temperaturen sind die Schädlinge dieses Jahr sogar noch früher da als sonst. Glücklicherweise gibt es im Internet verschiedene Methoden, um sie zu bekämpfen. Apropos, so sieht der Weidebohrer aus, nachdem er sich entpuppt hat. Schaut nicht sonderlich schöner aus. Was ist dein bester Tipp gegen die Raupen? Schreib es in die Kommentare.